Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Ja, wir befinden uns im Schrein von Ahnenmotte oder wie auch immer das hier gleich nochmal heißt. Ich und Namen. Wir haben, Sophia stellt sich gerade voll ins Bild, wir haben ein paar Motten eingesammelt und sind jetzt sozusagen offensichtlich bereit, die Schriftrolle der Alten zu lesen, die Dexion, der Mottenpriester, nicht mehr lesen kann, da er leider erblindet ist. Er hat uns hier hingeschickt und ich muss immer noch sagen, es sieht so schön aus mit dieser Leuchtkugel, die wir jetzt um uns rum haben. Und jetzt sollen wir uns da unten auf die Lichtung stellen und die Schriftrolle der Alten lesen. Ich finde das so schön. Ach. Boah, gut, das gerade ist ein bisschen grell. Okay, hier stellen wir uns hin. Gut. Und hier sollen wir jetzt die Schriftrolle lesen. Ich weiß nicht mehr, welche Schriftrolle es genau war. War es Sonne? Ah. Grell. Ich glaube, es war die falsche Schriftrolle. Welche Schriftrolle sollen wir denn lesen? Ich weiß es nicht mehr. Blut? Wow. Wow. Eine Karte. Das ist eine Karte. Oh, es ist grell. Okay, die Schriftrolle haben wir gelesen. Es ist so schön hier. Wir sollen mit Serena sprechen. Stopp, stopp, stopp. Alles in Ordnung? Stehen? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Ja, das ist, wundert mich nicht. Keine Sorge, mir geht's gut, glaube ich. Ich habe diesen verfluchten Schriftrollen nie getraut. Wer weiß, was diese Dinger euch angetan hätten. Seht euch doch nur Dexion an. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Er befindet sich an einem Ort namens Schwarzfallhöhle. Dann ist es fast vorbei. Wir können diese lächerliche Prophezeiung endlich aus der Welt schaffen. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Die Schriftrollen verrieten mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Okay. Sie möchte es direkt wissen. Was wisst ihr über Auriels Bogen? Nicht viel. Er taucht in geschichtlichen Überlieferungen an manchen Stellen auf. Aber man muss schon genau danach suchen. Soweit ich weiß, wurde er nie von einem Vampir geführt. Das wäre mal was Neues. Was war das? Oh. Habe ich mich gerade erschrocken? Was ist denn hier los? Vampire. Vampirdiener sind aber... So, das Problem ist, wir haben natürlich auch weniger Verteidigung. Wir werden sterben, wir werden sterben. Au! Wir brauchen Mana, unbedingt, sonst sind wir hinüber. Geh euch bei lebendigem Leib. Geh weg! Sind die anderen beiden schon am Boden? Nein, die sind hier unterwegs. Wir laufen einfach und heilen uns. So tankt man auch. Heiler Akku. Oh! Das Problem ist, wenn der uns jetzt erwischt, dann war's das. Lasst uns in Ruhe! Verdammt! Die tun ganz schön weh. Ich verbrauche meine ganzen Heiltränke. Und, okay. Das ist dieser Moment, wo ich meinte... Können wir das bitte anziehen?
wo es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen nehmen wir mal ganz kurz gewohnte Ausrüstung in die Hand. Denn es ist gerade schwierig genug. Auch mit dieser Ausrüstung. Magieresistenz. 6%ige, das ist aber nicht so gut. Feuerresistenz? Werden wir mit Feuer angegriffen? Nicht wirklich, oder? Eigentlich werden wir mit... Was haben wir hier? 25%ige Magieresistenz. Wir sind fast tot! Wow! Wer tut denn da so weh? Er hier? Hör auf! Au! Wir sind gleich tot. Ihr werdet noch heute sterben. Euch lebendigem Leib die Haut haben. Wo sind denn unsere... Okay. Es ist normalerweise... Mal ganz kurz eine kleine Heilung reintun. Ich kann leider auch nicht rennen, weil wir haben ja keine... Verdammt! Ich habe keine Ausdauer. Normalerweise bin ich kein Fan davon wegzulaufen, aber... Wer steht denn da? Aber das gerade finde ich ein bisschen übertrieben. Deswegen gehen wir einfach. Inigo! Was tust du hier? Ich brauche deine Hilfe. Genau. Sie hätten ja im Sarg bleiben sollen. Inigo, hilf mir! Wir haben gerade die Mädels zurückgelassen. Inigo! Meistervampir, er ist auf jeden Fall ein Problem. Hör auf! Ja, okay, okay, ich mach's. Ich heil mich. Ja, da kommt... Ups, ich hab die falsche Taste. Nein, ich hab ja richtig... Verdammt, ich hab... Okay, wir müssen noch um zwei Hände ran. Höllengargoyle. Wir machen keinen Schaden. Aber Inigo tankt. Inigo ist am Boden. Wir machen nicht wirklich Schaden. Ein schwarzgesichtigen Monster. Oh, warte. Ein Vampirdiener hat die beiden auf die Knie gezwungen. Ich hör bloß auf zu zaubern, das mögen wir nämlich gar nicht. Seid ihr zum Sterben bereit? Wir hassen Zauber. Oh, wenn wir jetzt sterben, das würde ich mir nicht verzeihen. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft! Profis am Werk. Genau, jetzt haben wir nämlich wieder Bolzen am Rücken, weil ich aus Versehen die Armbrust in die Hand genommen habe. So. Das da ist hoffentlich Serena, die jetzt da unten auf uns zukommt. Säbelzahntiger Augen. Hat Serena denn da unten auch jemanden umgehauen, oder sind die uns alle hinterhergerannt? Sie sind uns alle hinterhergerannt. Hier ist kein einziger gestorben. Wahnsinn, was war da denn los? Das war ja wirklich heftig. Was hat die denn an? Komisches Fellzeugs. Okay, gut, das macht das Looten aber einfach. Sie sind jetzt, glaube ich, alle hier auf dem Fleck gestorben. Goldene Ohrringe. Stahlkriegsaxt. Aber ein Höllengargon hat jetzt auch nichts Besonderes bei sich. Ein Fellröckchen. Und ein Nordbogen. Oh, das sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall eine Rüstung, die da wohl dazugekommen ist, denn die kenne ich nicht. Ich möchte die nur mal ganz kurz anziehen, um sie mir anzugucken. Vielleicht ein bisschen ins Licht stellen.
Gut, das sieht jetzt mit den anderen Rüstungsteilen ein bisschen komisch aus, aber das ist irgendwie cool. Das war so ein bisschen fetzig, also fetzig im Sinne von Fetzen. Nicht im Sinne von total cool. Aber doch, gefällt mir. Finde ich gut. Ist mal was anderes. Wir bleiben trotzdem schön bei unserer Rüstung. Also diese Mod muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Nochmal danke für den Tipp. Die hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Also ich kannte diese Mod tatsächlich, aber ich habe sie irgendwo aus meinen Gedanken vertrieben, da sie in der normalen Skyrim-Version damals relativ buganfällig war mit anderen Rüstungsmods. Aber ich habe mir das nochmal durchgelesen und die ist auch nochmal ein bisschen überarbeitet worden. Was ich sehr gut finde, wenn die Leute dann extra für die Special Edition ihre Mods dann auch nochmal ein bisschen überarbeiten, bearbeiten. Neue Sachen dazu packen. Denn größtenteils ist es eigentlich eher so, dass die Leute ihre, also die Mod-Autoren ihre Mods einfach nur für die Special Edition konvertieren sozusagen. Oh, stehlen? Wen bestehlen wir denn hier? Und die ganz, ganz großen Mod-Autoren und sehr guten Mod-Autoren, die machen dann eben nochmal was Neues für die Special Edition oder überarbeiten das eben nochmal komplett oder drehen nochmal ein bisschen an der Grafik, was ich sehr gut finde. So, wir sollen nach ganz da oben. Schwarzfallhöhle. Genau, die hatten wir schon entdeckt. Das war die Höhle, falls ihr euch noch erinnern könnt, wo ich gesagt habe, da waren wir gerade sozusagen auf der Tour, dass wir da oben einfach mal alles erforscht haben, was uns so über den Weg gelaufen ist, was sich so auf unserer Karte aufgetan hat. Und in diese Höhle wollte ich nicht reingehen, weil ich gesagt habe, ich meine, das hat irgendwas mit einer DLC-Quest oder mit einer Hauptquest zu tun. Und ja, ich habe es auch noch richtig in Erinnerung gehabt. Gut, dass wir da nicht reingegangen sind. Wir reisen da jetzt mal hin. Und hier ist es, neblig. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann hat man da drin mit Fallmeeren zu tun, was mit unseren Schwertkenntnissen super wird. Ist das hier dunkel. So, am besten packen wir aber direkt unser Schwert aus. Denn hier muss man eigentlich immer mit Gefahr rechnen. Die Schwarzfallhöhle ist tatsächlich auch etwas, was ich an diesem DLC wahnsinnig gern mag. Ich finde die sehr, sehr gut gemacht. Und es ist ein Spinnen, ein riesiger Inhalt. Ja, ein Finisher. Das wird euch eine Lehre sein. Aber wir stecken gerade irgendwie ganz schön ein. Was ist denn los? Vertragen ja gar nichts mehr, obwohl die Rüstung besser ist als die, die wir vorher anhatten. Falsche Taste. Und jetzt habe ich wieder Bolzen am Rücken. Das mag ich ja überhaupt nicht. Ich meine, es hätte da auch mal eine Mod gegeben. Auto. Wie hieß die? Auto Unequip? Ich weiß gar nicht, gibt es die für die Special Edition? Da hat man dann sofort die Bolzen und die Pfeile wieder weggepackt, wenn man keinen Bogen oder keine Armbrust mehr getragen hat. Vorsicht, hier kann man tief fallen. Und ja, hier kann man wirklich runterfallen. Mondsteinerz. Nehmen wir mit. Mondsteinerz ist jetzt nicht so häufig. Und diese Wasserfälle und so weiter werden auf jeden Fall auch noch Bedeutung bekommen, wenn sie es nicht jetzt schon bekommen. Inigo! So viel dazu. Wir werden noch Bedeutung bekommen. Ich wusste nicht, dass sie es jetzt schon tun. Horrorvorstellung. Horrorvorstellung. Die schwimmen mit. Oh, ich muss dich erst mal wieder fangen. Tut mir leid. Ist das ekelhaft. Ja, okay, gut, genau. Inigo macht das. Dankeschön. Ich kann nämlich gerade nicht mehr nervlich. Das wird nicht enden,
Es tut mir leid, dass ich da gerade so mädchenhaft war. Oh, ich wusste nicht mehr, dass das mit dem Wasserfall schon da passiert und ich wusste nicht, dass es so passiert. Also ich habe diesen Inhalt nicht mehr so gut in Erinnerung, nur noch ein paar schöne Orte, die ich mir eben gemerkt habe. Ich wusste nicht mehr, dass das mit den Spinnen so ist. Also diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich hasse Spinnen. Ich habe tierische Panik vor Spinnen und auch in PC-Spielen, obwohl es eigentlich nur laufende Pixel sind, aber ich kann sie einfach nicht sehen. Aber meine absolute Horrorvorstellung sind Spinnen im Wasser. Also wirklich, dass man irgendwo im Wasser liegt und eine Spinne mit einem mitschwimmt, mitgetrieben wird. Das war ja eigentlich die Horrorvorstellung gerade, dass sie mitgeschwemmt wurden. Sie hatten keine Kontrolle, wir hatten keine Kontrolle. Das ist ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Ich weiß nicht, wer Spinnen auch nicht besonders mag. Vielleicht kann derjenige mich dann verstehen, aber das war gerade wirklich ekelhaft. Vor allem, wie die sich heruntergelassen haben und dann mit uns mitgeschwommen sind. Ekelhaft, bitte. Da schon wieder. Das mag ich auch nicht, wenn sich Spinnen einfach irgendwo runterlassen. Und ja, das ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ich eine nicht so kleine Spinne, eine schöne deutsche Hausspinne, etwas kleiner als eine deutsche Hausspinne, die sich vor meiner Nase abgeseilt hat, als ich auf dem Bett saß. Und da bin ich auch erstmal schön in Panik ausgebrochen. Na, ich möchte hier diesen Pilz sammeln. Können wir das jetzt vielleicht bewerkstelligen? So, rein theoretisch ist es nicht so wichtig, dass wir die plündern. Spinnen sind ekelhaft. Genau, wenn man vom Teufel spricht. Wir lassen sie einfach nicht raus. Jetzt geh nicht weiter da rein, das ist widerlich. Der Tod steht dir. Bei Spinnen muss ich da fast zustimmen. Hört auf, die Spinne da. Die Spinne rumzutreten. Ja, da werde ich total zum Mädchen. Bei Spinnen. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir noch richtig sind. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich eine Spinne sehe, dass ich plötzlich in die komplett andere Richtung renne, weil ich mich so erschrecke und alles so ekelhaft finde, dass ich nicht mehr weiß, wo wir waren und einfach nur nicht in eine Richtung weglaufe. Ach ja, doch, hieran kann ich mich zum Beispiel erinnern. Diese Leute waren... Warum würde jemand hier lagern wollen? So you're good with picking locks? I like to think I'm good with picking locks too, but... Judging by the number of corpses lying around with lockpicks and merchants selling them, I think it's fair to say everyone must be up to no good these days. So watch yourself. Schwarzfall-Höhlennotiz und eine Kiste. Oh, da ist aber einiges drin. Dann können wir das alles mitnehmen, das ist alles toll. Wir lesen die Notiz gleich. Gold und Lockpicks. Okay, wer hat denn hier gelebt? Schwarzfall. Höhlennotiz da. Die ist blutig. Schwester, ich weiß, dass ihr kommen werdet, um mich zu finden, aber es wird zu spät sein. Wenn ihr diesen Brief findet, verlasst die verlorene Höhle so schnell wie möglich. Wir waren Narren zu glauben, dass wir so nah bei derartigen Wesen wohnen und friedlich leben könnten. Ich hätte mit euch zum Lager zurückkehren sollen, nachdem wir hier unten die Fackeln aufgestellt hatten. Ich dachte, diese Trolle wären anders und dass sie irgendwie verstehen würden, dass wir ihnen nicht schaden wollten. Ich bin umzingelt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor mich einer der Trolle umbringt. Ich hoffe, dass es ein schneller Tod sein wird. Lebt wohl, liebe Schwester. Tja, die Schwester hat diese Notiz wohl gefunden und ist dann... auch gestorben, denn das da ist eine Bretonin, wenn ich mich nicht irre, zumindest trägt sie ein Kleidchen. So, ich muss mal ganz kurz diese Karte angucken. Denn rein theoretisch können wir jetzt nach oben und nach unten. Ich glaube, nach unten geht es weiter, deswegen möchte ich jetzt mal ganz kurz nach oben. Nur damit wir nichts übersehen.
Ich hoffe, das hier ist eine Sackgasse und nicht, dass es hier auch irgendwo hingeht. Na, das Moos nehmen wir mit. Moos ist immer toll. Wo geht's denn hier hin? Zu einer Spinne. Zu einer Totenspinne. Das heißt, wir waren hier schon. Wir sind einmal im Kreis gegangen. Ah, hier sind wir abgestürzt. Haha, okay, gut. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Hier geht's also schnell zurück, sozusagen. Die Pilzis möchten wir auch noch haben. Was ich sagen muss, ich liebe mittlerweile diese Texturen-Mod von den Höhlen. HQ Caves und HQ Mines, glaube ich, heißt das. Falls es jemanden interessiert. Ich mag die Textur mittlerweile richtig gern. Gefällt mir viel besser als das Standardpaket Noble Skyrim. Okay, dann speichern wir nochmal und gehen der Blutspur hinterher mit Fallen. Au! Ich dachte, die Fallen sollen... Au. Oh, wir haben Sophia gerade auf die Knie gezwungen. Sophia, es tut mir leid. Uah. Das ist so dunkel hier. Vorsicht! Au. Oh. Ja, die Steine tun wahnsinnig weh. Also das ist eine sehr effektive Falle. Oh nein! Geht's euch gut? Ja, scheinbar. Okay, hier geht's auch wieder nach oben und nach unten. Okay, es geht in die gleiche Richtung. Dadurch, dass die Gänge hier so eng sind, gehe ich, glaube ich, doch lieber in die Ego-Perspektive. So, as a werewolf, do you prefer the taste of man meat? I mean, do you prefer feasting on men or women? Ja, diese Frage möchten wir nicht beantworten. Wir essen kein Menschenfleisch. Außer wir wollen herausfinden, was es bewirkt für Alchemie. Ah, Trolle sind auch toll, wenn man keinen Schaden macht mit seinem Schwert. Es war wirklich eine gute Idee, das Zweihandschwert mitzunehmen. Aber man skillt ganz gut. Also, das geht zumindest am Anfang ziemlich schnell. Und ein bisschen blocken. Können wir damit ja auch skillen. Und wir haben Finisher ohne Ende. Das finde ich gut. Warum? Ich wollte gerade fragen, warum liegt das hier rum? Aber natürlich. Die Trolle haben sich's gut gehen lassen. Das ist wahrscheinlich der Bruder. Würde mich zumindest nicht wundern. Außer es hat hier unten noch jemand gelebt. Oder die gehen gelegentlich mal nach oben und holen sich von oben ein Leckerchen. So, hier war nur eine Möglichkeit, oben rumzugehen. Ja, hier sind ganz viele Pilze an der Wand. Die Sache ist, wir haben Schimmerpilze, glaube ich, heißen die. Haben wir eigentlich ziemlich viele. So. Da vorne sehe ich schon wieder etwas, was ich auch irgendwie fast vergessen habe. Und jetzt fällt es mir wieder ein und ich freue mich wieder. Denn da vorne steht eine kleine Überraschung. Ja, alle, die sich, beziehungsweise die Dawnguard vielleicht nicht kennen und vielleicht Vorgänger von Skyrim kennen, also Oblivion und so weiter, da ist immer mal wieder von einer gewissen Rasse, oder da spricht man immer mal wieder von einer gewissen Rasse. Und hier in Skyrim wird auch sehr häufig davon gesprochen und zu was sie geworden sind. Genau, ich spreche jetzt gerade wahrscheinlich in Rätseln. Für diejenigen, die wissen, wer da vorne steht, eher weniger. Eine sehr, sehr schöne Stelle, eine sehr, sehr schöne Person. Aber die lernen wir in der nächsten Folge kennen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei werdet. Bis dahin, ciao!